Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar werden wir heute diese Aquarellpalette swatchen und damit munter einige Farbtöne mischen. Ich liebe es ja total zu mischen. Wenn ihr diese Palette nicht habt, kein Problem. Nehmt eure Aquarellfarben, die ihr habt, und mischt dann einfach mal munter drauf los. Auch einfach mal Farben zusammen, die ihr eigentlich gar nicht so zusammen seht. Denn so lernt ihr eure Farben kennen und vielleicht entdeckt ihr auch ganz tolle Mischungen in eurem Set. Und nicht wundern, ich habe dieses Set bereits ausgepackt. So, ja, jetzt nicht wundern, die Farben habe ich schon ausgepackt, weil ich gerne wissen wollte, wie die aussehen. Und dann habe ich gedacht, ich mache die Swatches und die Mischung mal in ein Video für euch, weil ich gucke mir sowas auch gerne an und man entdeckt so auch mal andere Mischungen, die man noch nicht ausprobiert hat. Also hier ist so eine Swatchcard, die habe ich auch noch nicht ausgefüllt. Man hat zwei Mischflächen und insgesamt sind bisher 9 Farben enthalten. Man kann noch 9 weitere dazufügen. Und es sind alles Einpigmenttöne, die brillante Mischung begünstigen, weil man noch nicht so viele Pigmente miteinander vermischt hat. Es sind auch ein paar granulierende Farben dabei, wie zum Beispiel das Potter's Pink, Kobalt, Violettton. Also das seht ihr hier immer an den G, Smaragdgrün und Kobalt Azur. Aber dazu kommen wir gleich. Also hier im Set enthalten sind Turner's Gelb, Lasur Orange, Chinacridon Magenta, Potter's Pink, Kobalt Violettton, Phthalo Saphir Blau, Kobalt Azur, Smaragd Grün und Perilin Grün. Wie gesagt, alles Einpigmenttöne. Die Pigmente seht ihr hier jetzt drunter geschrieben. Ein paar granulierende, also eine wirklich, finde ich, interessante Mischung. Dann lasst uns gleich mal die einfach auf dem Papier ein wenig swatchen. Ich feuchte mir meine Farben jetzt mit Wasser an, damit die sich schon mal ein bisschen anlösen können. Und nicht wundern, ich arbeite mich gleich von rechts nach links, weil ich Linkshänder bin. Und dann muss ich nicht warten oder Angst haben, dass ich nachher irgendwo rüberwische. Fangen wir an mit Perilin Grün. Das Pigment, was da enthalten ist, ist PBK 31. Hier war es gerade feucht, warum auch immer. Das ist ein sehr schönes, dunkles Grün. Das Grün kannte ich tatsächlich auch schon. Und ist auch in meiner anderen Palette enthalten. Smaragdgrün. Ich finde im Rohzustand, also ungemischt, ein wenig gewöhnungsbedürftig. Aber in Mischung sieht das halt total klasse aus. Weil es eben auch granuliert. Und je strukturierteres Papier ihr verwendet, desto mehr wird der Granuliereffekt auch sichtbar. Kobalt Azur, das ist auch eine granulierende Farbe, die kenne ich bisher noch nicht. Ist auch ein Einpigmentton und zwar PB 35 ist da drin. Und das P, also P steht immer für Pigment und B halt in diesem Fall für Blau, G für Grün und BK, also Black, für Schwarz. Und auch das hier, wie schon erwähnt, ist ein granulierender Farbton. Phthalo Saphir Blau kenne ich bisher auch nicht. Außer von der Dotcard halt. Aber sonst ist auf jeden Fall ein sehr schönes, tiefes Blau mit dem Pigment PB 15.6. Gefällt mir wirklich richtig gut. Der Kobalt-Violett-Ton, den habe ich auch in meiner Palette drin. Auch ein granulierender Farbton.
mit dem Pigment PV62. Als nächstes Potter's Pink, das kennen bestimmt schon einige von euch. Auch eine granulierende Farbe mit dem Pigment PR233. Und das ist zum Beispiel auch eine Farbe, die ich persönlich, wenn dann nicht roh verwende, also ungemischt, also in Mischung verwende ich dieses Potter's Pink sehr gerne. Chinacridon Magenta. Jeden Fall ein sehr knalliges, strahlendes Pink mit dem Pigment PR202. Jetzt kommt eine Farbe, die die meisten von euch bestimmt auch kennen oder bereits in der Palette vielleicht auch haben. Lasur Orange. Ich finde das schönste Orange, was ich kenne. Eigentlich mag ich keine Orangetöne, aber dieses Orange ist echt cool. Ich mag das super gern und benutze das auch sehr häufig. Mit dem Pigment PO71. Und jetzt kommt Turner's Gelb. Das kenne ich bisher auch nicht. Das habe ich nicht in meiner Swatch Card. Also das habe ich nicht in meiner Palette drin. Das ist, würde ich sagen, eher so ein gedeckteres Gelb, nicht so knallig. Mit dem Pigment PY216. Und ihr seht hier, es hat einen leicht deckenden Charakter. So, das sind die Farben, die im Set enthalten sind. Und dann lasst uns jetzt mal loslegen mit dem Mischen. Arbeiten wir uns auch mal wieder von rechts nach links. Und wie gesagt, wenn ihr das Set nicht habt, kein Problem. Nehmt wirklich eure Aquarellfarben, die ihr habt, und mischt einfach mal munter drauf los. Und ihr werdet auch super viel über eure Farben rausfinden, viele tolle neue Mischungen erkennen und lernen. Und von daher frohes Mischen. Ich mache das immer super gerne, weswegen in meinen Skizzenbüchern auch sehr viel solche Seiten zu sehen sind. Also solche Mischseiten. Jetzt nehme ich mal Smaragdgrün. Sprühe ich die Farben nochmal an. Dann mische ich jetzt einfach Chinacridon Magenta mit rein. Und ihr seht schon, daraus wird ein schönes Lila. Was nehmen wir denn jetzt mal? Oh, das Phthalo Saphir Blau. Nehmen wir jetzt mal. Zusammen mit Lasur Orange. Mensch, entsteht fast so eine Art, ja, Türkis, ja, ein Braun, ein gedecktes Türkis. Und wenn ich da jetzt noch Smaragdgrün mit reinmische, dann haben wir eine Art Türkis. Aber dann machen wir noch mal Smaragdgrün mit Lasur Orange.
Und schon hat man einen bräunlichen Ton, würde ich sagen, also ein gedecktes Orange. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen... Und eine Art ja, Olivgrün oder gedecktes Grün kommt dann da noch mit raus. Wichtig beim Mischen ist immer, dass ihr auch so ein bisschen im Hinterkopf behaltet. Mit den Komplementärfarben könnt ihr die jeweilige Farbe entsättigen. Heißt, mit einem Orange könnt ihr ein Blau entsättigen und mit einem Grün ein Rot entsättigen. Und behaltet das einfach immer im Hinterkopf für eure Mischungen. Nehmen wir mal Potter's Pink. Hier sieht man auch sehr schön, wie das granuliert und auch wie hier das Maragdgrün granuliert. Und mit Kobalt Azur mischen wir das mal. Und dann entsteht auch so ein richtig schöner gedeckter Farbton, so ja, blau-lila mäßig. Welche Farbe hatten wir denn noch nicht? Dann nehmen wir mal Perlin Grün. Und Turners Gelb. Das war sehr stark, das Turners Gelb. Das verdrängt gerade so ein bisschen das Grün. Auf jeden Fall hat man dann so ein richtig schönes, neutrales, so ein bisschen gedecktes Grün. Und je mehr Gelb man zumischt, desto heller wird das halt. Und wenn ich jetzt nämlich Smaragdgrün nehme, das ist ja von sich aus schon sehr knallig. Und dazu das Gelb mische, dann seht ihr, bekommt man schon ein ganz anderes Grün heraus als beim Perlin Grün. Da wirkt das hier deutlich strahlender als das hier. Das hier wirkt eher neutraler. Nehmen wir nochmal Chinacridon und Magenta. Mit, was nehmen wir denn? Phthalo Saphir Blau. Und auch da erhalten wir wieder ein Violett. Und Lasur Orange mit Kobalt Azur. Sieht das nicht einfach schön aus, wie sich das da einfach so reinzieht und irgendwie auch schon fast von selber weiter vermischt? Also ihr könnt mit diesen Set, aber auch mit euren Farben, die ihr zu Hause habt, schon sehr, sehr viele Mischungen machen. Und diese Granulierungen, die einige Farben besitzen, da bekommt die Mischung dann nochmal so einen ja, Special-Effekt, nenne ich es mal. Das sieht auch ganz cool aus. Gehen wir mal hier weiter runter und nehmen mal Kobalt-Violett-Ton. Und
Töne ist gelb. Dann erreichen wir auch einen sehr interessanten Grauton. Denn wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man die Komplementärfarben zusammenmischt, in diesem Fall Violett und Gelb, erhält man halt einen Grauton. Wenn wir jetzt nochmal Phthalo Saphir Blau mit Lasur Orange mischen, erhalten wir dieses gedeckte Türkis. Jetzt mische ich einfach auch noch mal ein bisschen Gelb damit rein. Dann erhält man ein ähnliches Grün wie mit dieser Mischung. Und wenn man Chinacridon Magenta hinzumischt, erhält man viele Grauabstufungen. So, als nächstes, was nehmen wir denn da? Nehmen wir mal Potter's Pink. Mit Lasur Orange zusammen. Als nächstes nehmen wir einfach nochmal das Turner's Gelb. Und mischen es mit Kobalt Azur. Bisschen mehr Wasser. Und ich kann euch auch empfehlen, immer ein bisschen größere Farbswatches zu machen. Denn so sieht man besser, wie die Farben sich untereinander verhalten. So, ein paar Mischungen können wir noch machen. Nehmen wir doch Chinacridon Magenta oder Chinacridon Magenta. Und Perilin Grün. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Mischung. Wie ihr hier seht, auch schön gedeckte lila Töne entstehen so. Dann nehmen wir nochmal Kobalt Violettton. Und Smaragdgrün. Und dann packen wir in die Mischung doch nochmal das Magenta rein. So, und zu guter Letzt nehmen wir doch auch nochmal zwei gravierende Töne, und zwar Potter's Pink. Auch zusammen mit Smaragdgrün. Also Smaragdgrün ist wirklich eine super tolle Farbe zum Mischen. Und wie ihr seht, auch hier entsteht einfach eine sehr coole Mischung, so ein schönes gedecktes Grün, was granuliert. Und es gibt ja noch so viel mehr Möglichkeiten,
wie man diese Farben zusammenmischen kann. Das hier ist ja nur ein Bruchteil davon. Auf der Verpackung seht ihr dann auch so ein paar Mischungen, die man damit erreichen kann. Wie gesagt, wenn ihr das Set nicht habt, ist überhaupt nicht schlimm. Nehmt eure anderen Farben. Welche Farben ich aus diesem Set zum Mischen wirklich empfehlen kann, ist Potter's Pink und Smaragdgrün. Die sind wirklich cool zum Mischen, weil dadurch eben so schöne Granuliereffekte entstehen und man damit auch mal andere Farben ermischen kann. Also wenn ihr die vielleicht nicht in eurer Palette habt oder vielleicht noch eine aufnehmen könnt, dann kann ich euch eine von diesen beiden echt ans Herz legen. Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht glaubt oder denkt, dass man damit vielleicht was anfangen könnte. Die beiden sind wirklich sehr gut. Lasur-Orange mag ich eh. Also es ist eine super Palette, eine Einpigment-Palette. Wie gesagt, kann man noch aufstocken. Aber wenn ihr zu eurer Palette nur ein, zwei Farben vielleicht noch hinzufügen wollt und Smaragdgrün zum Beispiel nicht habt oder Potter's Pink, fügt vielleicht einfach mal eine von diesen Farben noch dazu und ihr werdet schon viele andere weitere Mischungen nur mit eurer Palette machen können. So, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das etwas andere Video auch ein wenig gefallen. Mir machen solche Videos super viel Spaß, weil ich dadurch auch meine Farben besser kennenlernen kann. Ihr könnt zuschauen, entdeckt vielleicht auch die ein oder anderen Farbmischungen. Wenn euch das gefällt, kann ich das natürlich gerne öfter mal machen. Vielleicht auch nur, dass man mal sich limitiert auf vier, fünf verschiedene Farben oder auf drei verschiedene Farben und da einfach mal wild umhermischt und schaut, was für Farben man bekommen kann. Ja, lasst gerne einen Kommentar da, wie euch solche Aquarell-Mischvideos gefallen. Und vielen Dank für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin kreativ und natürlich gesund. Bis dann!